Und Cutscene. Let's go. Natürlich. Das ist ja wirklich der Mond. Erst fort. Das ist ja echt der Mond gerade. Das geht ab. Erst La Brea, jetzt Emetzelk. Ich bin der Letzte der Ursprünglichen. Wieder einmal muss ich mir eingestehen, das Potenzial der gespaltenen Geschöpfe unterschätzt zu haben. Ja, Mond halt. Dies gilt auch für Xenos. Als ich seine Kraft erkannte, blieb mir nur die Flucht. Und das, obwohl ich mir seinen Körper geraubt hatte. Was ist er echt so stark? Wir haben den doch schon mal umgeboxt. Wieso ist denn der jetzt auf einmal so stark? Was wird er tun, jetzt, da er die Wahrheit über die Welt und ihre Splitter kennt? Ich weiß es nicht. Illidibus, der Fürsprecher. Pah, welche Bedeutung hat der Titel noch, wo ich nicht einmal mehr die Zukunft deuten, geschweige denn ihren Lauf steuern kann? Bist du? Oder ist der Krieger des Lichts auch ein Äschchen? Du hast die Oberhand gewonnen, Heidelin. Das Gestirn fällt in die Hände einer neuen Ordnung. Illidibus ist eh nicht so ein Kämpfer, würde ich meinen. Die Entstehung der Welt bleibt im Dunkeln und ihre Bewohner ahnen nichts von ihrer zersplitterten Existenz. So wie du. Wie diejenigen, die dich erschufen. Es wollten. Ja, aber ich meine, hallo, er ist ein Äschchen. Er müsste trotzdem stärker sein als jemand, den wir im letzten Addon schon umgeboxt haben. Das ist wohlgemerkt ein normaler Mensch. Also halt ein Galea, aber ne. Die Unvollkommenen singen Lieder des Lobes auf ihre Fehlerhaftigkeit, während wir in den obskuren Tiefen der Vergessenheit verschwinden. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es ist die Heldin, die uns wieder und wieder an der Rückkehr zur Macht hinderte. Das ist der Dorn im Fleisch, der herausgerissen und in die dunkelsten Abgründe geworfen werden muss. Es ist möglich, wenn ich diese Helden im ersten Splitter halte, werden wir am Ende gewinnen. Krieger der Dunkelheit sind sie jetzt. Ha! Dann ist ihr Schicksal besiegelt. Denn man hat ihn doch nie bekämpfen sehen, der manipuliert nur. Ja trotzdem, er ist ein Äschchen, der hat doch so mega abgefahrene magische Kräfte, dass er einfach alles unboxt, oder nicht? Sie werden untergehen, genau wie die vor ihnen. Sie werden sterben, erschlagen von Kriegern des Lichts. Na, nur überleg mal, wieso der Mond, weil der Mond schon mal Glane 42, danke für deinen Follow, grüß dich. Was ist schon vorhin da? Setz dich hin, nimm deinen Keks, kannst du mit Rufzeichen Cookie, da kannst du deinen Keks nehmen. Sieht aus, als hättest du recht gehabt, Rin. Na, wieso der Mond? Der Mond ist ja schon mal mit 1.0 runter. The fuck? Shitoge! Was geht ab? 1500 Bits, dankeschön! Ich habe noch niemanden gesehen, der Bits benutzt hat, tatsächlich. Nice, danke. Jetzt mach kurz Eden, durchziehen. Nee, durchziehen ist ja langweilig. Ach, Shitoge haut aber richtig raus hier, ne? Die letzten Tage, das ist ja übel. Was ist denn los hier? Hast du im Lotto gewonnen? Schlimm, ey. Ist ja nur für normal für Gear. Nein. Erstmal die Cutscene sehen, ne? Ja, irgendwas ist da hinten. Aber es wird uns nicht gut tun, so weit durch die große Leere zu laufen. Die Umgebung wird. Ihm fehlt Item-Level dafür. Die Umgebung bekommt einem nicht. Wir werden es nicht schaffen, auch wenn wir uns beeilen. Unsere Körper, unser Äther wird... Aber das weißt du ja selber. Das war kein Mond? Warum bist du unbedingt dahin? Wir haben einen Teil der Welt gerettet. Ich will auch den Rest zurückholen. Warte. Du machst nicht gerne halbe Sachen, was? Geschichtsunterricht nicht aufgepasst wegen Mond? Nee, nicht ganz. Was ist los? Wieso Mond? 425 habe ich fast.
Ja, konnte dir nicht eine Namensänderung schenken, weil es erstens nicht geht und zweitens wusste ich nicht, ob du weiterhin als weiblicher Charchadon heißen willst. So kannst du es nutzen, wie du willst. Haben wir nicht gesagt, Chardon ist neutral genug? Weiß es nicht. Dann müssen wir wohl irgendwie durch. Chardonia. Chardala. Chardana. Du glaubst doch nicht, dass ich dich alleine lasse. Wofür hat man denn Familie, wie es dir gefällt? Komm, wir gehen zurück und bereiten uns auf diese Höllenreise vor. Danke, Tankert. Übrigens, wer hat den Soundeffekt erkannt? Bei den Bits. Chitoge findet dich echt sympathisch, Chardon, und hat jetzt über eine Stunde rumgefummelt, damit das mit den Bits geht. Echt jetzt? Dalamut war ein künstliches Konstrukt, um Bahamut auszusagen. Ja, das weiß ich. Deswegen ja. Willkommen zurück, Rap. Jojo Anvayo. Richtig. 100 Punkte. Für 425 fehlt dann halt noch der 430er Schmuck. Oh, hat es schon geschafft, ja. Endgame, woo. Let's go. Ganz genau. Hast du echt über eine Stunde rumgefummelt für die Bits? Ich hab Bits noch nie benutzt. Ich habe mir auch noch nie Bits gekauft. Aber ist das nicht, das ist doch eh Twitch integriert. Da müsstest du doch einfach in Twitch Bits kaufen und dann spenden, oder? Ist das so kompliziert? Stufe 80 des entsprechenden Jobs erreicht. Jobauftrag der Stufe 70 abgeschlossen, die entsprechenden Rollenaufträge abgeschlossen. Sprich dazu mit deinem... Okay. Kannst weiter in Dungeons Hauptzimmer? Ja, okay, passt schon. Ja. Shadowbringer. Ja, blöde Paysafe. Mein BFF hat es mir empfohlen, also mein Paysafe. Warum nicht einfach PayPal, Chitoge? Das wäre viel einfacher, oder? So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz. Ah, da will ich hin. Nach langem Kämpfen und Filme schauen haben wir es endlich geschafft. Zusammen sind wir an das Ende von Shadowbringers gekommen und von Final Fantasy XIV. Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden bedanken. Ganz besonders bei denen, die ständig beim Stream dabei sind und noch immer helfen. Einfach großartig. Auf uns warten noch viele weitere. So, epische Ansprache beendet. Aber empfehle es niemandem. Kannst jetzt erstmal ein bisschen farmen, weil du für Story eh noch Item-Level brauchst. Okay, ich bin der BFF-Beta, das dachte ich mir schon. Hat halt nur eine Paysafe-Card zur Hand gehabt und Kreditkarte geht nicht. Kreditkarte geht bei Twitch nicht? Ja, aber meine Prepaid-Kreditkarte hatte kein Geld drauf. Prepaid-Kreditkarte. Ist das nicht irgendwie schon ein Paradoxon? Eine Prepaid-Kreditkarte? Eigentlich ist der Sinn von einer Kreditkarte ja der, dass man es nachher bezahlt und nicht schon vorher. Oder? Das ist ja, steckt ja schon im Wort Kredit. Wie schaut's aus? Eden noch heute oder hörst du jetzt auf? Warte kurz. Auf Eden hätte ich hier schon Bock, mit dir das zu machen. Ich heute nicht mehr. Ich habe das heute so viele Stunden gemacht und keine einzige. Normales Eden oder Savage Eden? Savage. Ja gut, Eden, aber kann ich erstmal normales Eden. Normales Eden ist ja vergleichsweise entspannt. Eden kann ich noch nicht, meint offline. Also ich werde noch ungefähr eine halbe Stunde machen, bis 10. Das ich sagen. Insofern. Ich weiß nicht, was sich jetzt ausgehen würde. Also was können wir jetzt noch machen, Sam? Ich habe 418 Item-Level gerade. Was könnte man denn jetzt angehen, was sinnvoll wäre? Mit Equip-technisch oder was auch immer. Oh, One Day of Playtime. Ich sollte die Boxstation erneuern. Kann der die Copied Factory schon freischalten? Ich glaube keiner. Du musst Level 80 und Shadowbringer haben, aber ich bin mir nicht sicher. Es wäre mal eine Maßnahme, dass er halt mal die Copied. Ja, klar. Du, jetzt chill, entspann dich. Jetzt lass ihn doch erstmal von wegen Ding machen. Oh crap, was hast du vorhin gemeint? Ich habe gemeint, weil du geschrieben hast, Uhu Atlantis. Ja, er war ja schon dort.
Ja, 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 aber mit Atlantis meint man normalerweise die Stadt. Verstehst du, was ich, worauf ich hinaus wollte? Aber ja, klar, so weit war ich nicht. Ich habe einfach nur, weil er gesagt hat. Ja, 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 schon klar. Ich hatte halt kurz gedacht, von wegen, dass es so ein versteckter Spoiler ist, aber okay. Und wie war die Reaktion von wegen Shardon? Ich hab ja nicht, ich war ja nicht da. Ich hab's nicht geschnallt. Auf die Stadt? Rapture auf die Stadt, halt. Die, ja, ja, das war, hab ich nicht gesagt im Stream, aber mein erster Gedanke war Bioshock, ja. Ja, meiner auch. So, warte, jetzt muss ich mal hier lesen, was haben die Leute geschrieben. In Krystalben gibt's Quests, 425 brauchte. Schalt die Dungeons für Experte frei, da gibt's 430er Schmuck oder zwei optionale Dungeon freischalten und die machen. Schmuck bekommst du aus dem 80er Dungeon, Copied Factory ist höher als wie eben normal Level. Okay, weißt du was, also Crystarium muss ich mal auf jeden Fall, ich hab noch... Oder, wie wär's einfach, indem man sich einfach das 450er Gear kauft aus dem Marketboard? Nee, oder halt nicht craften lässt. Das ist dann hast du nämlich schon mal ein Grundgear, das du dann verbessern kannst. Du kannst dir das 460er oder 450er Zeug, zumindest eine Waffe, kannst dich halt 460er holen, ja. Ja, ja. Eben, deswegen. Shardon, es wäre mal wichtig zu wissen, wie viele Tombstones hast du? Geh mal auf dein Geld und geh auf Battle. Mein Geld? Dein Geld. Wie gehe ich auf mein Geld? Naja, du hast nicht so deine Gil-Anzeige, Geld, da klickst du drauf. Achso, da unten einfach drauf, okay. Ja. Und dann gehst du auf Kampf. 2000. Allergische Steine. Ja, ja, ich seh's hier. 150 und 56 Ding. Okay. Das reicht für nichts. Ist halt rausgeworfenes Geld. Komm, wir machen jetzt einfach. Ich schalte mir jetzt. Da. Ist das ein Dungeon? Eine Nachricht aus dem Zug? Nein, das ist nicht herausgeworfenes Geld. Das 460er Gear reicht. Das 460er Gear reicht für Savage. Entschuldigung. Ja, das wird für 70 ist natürlich besser, aber es reicht das 460er. Entschuldigung. Leute, wir machen jetzt den da. Der ist sinnvoll vom Level hier. Ich verstehe bis heute nicht, was alle an The Twining finden. Ich finde den Hammer. Ich finde den so langweilig. Leute, ja. So, Konzentration und Kontenance bitte. Ist der Dungeon, den ich jetzt gerade angenommen habe, also hier, ist der sinnvoll in Bezug auf Item Level? Ja, er gibt 430er Accessories. Und einen Gürtel. Okay, Julmar gibt's 440. Wie schalte ich. Es ist aber ein neuer Dungeon, den ich noch nicht kenne, oder? Also würde ich sagen, wir schalten. Es ist ein neuer Dungeon, den du noch nicht kennst, richtig. Wir schalten den Dungeons frei, weil ich habe ja eh nicht mehr ganz so viel Zeit, ne? Wir schalten den Dungeons frei. Aber ab wann er ist freigeschaltet? Eden's Gate. Ich bin mal interessant von wegen, ab wann man Eden's Gate freischalten kann. So Leute, ich löse die Gruppe jetzt auf. Wer will mit in den Dungeon? Ich hab keinen Platz mehr. Mach mich mal. Was? Soll ich dich einladen? Mach mich mal mit in deine Gruppe. Ich nehme dich mal mit. Okay. Must complete Main Scenario Quest Shadowbringers. Das hast du. Hier, X9123. Das tue ich dir mal kurz whispern. Ich glaube, ich bin später in Elysium. So, will noch jemand mit? By the way, dort ist die Quest für Eden's Gate. Also für den Raid. Das so, ist bei dir, wo du gerade bist. Ich würde auch mitkommen, wenn es Platz hat, aber ich lasse anderen den Vortritt, wo noch nicht dabei. Ich lade dich mal ein. Du fleißige Spenderin. So, endlich Endgame. Super, Alex, sehr cool. Was ist das? 24% der maximalen EP. Wow. Okay. Sonst noch jemand? Einen Platz hätten wir noch, Leute. Anvario? Ich könnte mitmachen. Oder Crab, ja. Willst du? Oder würdest du nur? Ich würde schon mit. Ja, ich mach schon mit. Alles gut. Na dann. Glen würde aber auch mit. Meint er gerade? Dann, okay, also wenn er unbedingt mit, dann nimm ihn. Passt schon. Ich muss. Achso, offline will auch noch mit. Sorry, habe ich überlesen. Also dann im Offline. Ja, aber Glen wird halt auch gern mit und der war noch nie. Deswegen würde ich halt, wenn Glen wirklich mit will, ich so ein bisschen abwechseln, weißt du, die Leute. Ah, dann gehe ich raus, er kann offline mit. Ja, die können wir auch so machen, wenn du magst. Klar. Eben, okay. Dann, wie heißt denn du in Gameplay? Weiß er nicht mehr. Stream Delay on Mars, oder wie? Und vielleicht hast du dann Platz für
morgen oder spätestens am Montag für Eden. Genau, ja. Sagen wir so, mit Eden kannst du auch heute noch freischalten, auch nach dem Dungeon noch. Ja, dann hab ich freischalten gedacht. Kann es, aber rein kann er noch nicht, also von dem her. Das Ding, was also brauchst du für ein Eye-Level nochmal? Eines meiner Gruppenmitglieder oder so? Erfüllt nicht die Voraussetzung. 4,25? Achso. 4,25, okay. Erfülle ich nicht die Voraussetzungen? Oder was? Du müsstest bei dir im Chat stehen. Na, eines meiner Gruppenmitglieder. Xephon ist Level 3. Ach, Xephon. Flo, bitte. Sorry. Was bin ich denn? Wie Bade bist du gerade? 43. Ja, okay, was bin ich sonst? Ein Tank. Der Tank. Oder ist Glane Tank? Ist der Tank. Okay, dann sei irgendwas. Ist der. Offen. Ja, das Mobile Twitch hat echt einen üblen Delay. Am Computer hast du 2 Sekunden ungefähr, aber auf iPad und iPhone hast du 30. Das ist so richtig übel. Du darfst anmelden. Genau, du brauchst. Genau, für den ersten Inscase brauchst du 425 Eye-Level. Und genießt die Atmosphäre in dem Ganzen. Genießt die Atmosphäre, wenn die Leute annehmen, ne? Was wie gesagt, ich bin nur so. Ach, Christoph. Ich weiß, wie gesagt, echt nicht, was die Leute in dem Dungeon finden. Das ist cool. Also, ich finde den episch. Also, so, ich finde den besser als den Kristallturm, ja. Also, der Kristallturm damals hat mich fett enttäuscht. Hab gerade eine Sekunde Delay trotz VPN. Eine Sekunde trotz VPN. Ja, nein, ich meine, ein Raid an sich. Das ist klar, dass das ziemlich der gleiche ist, aber. Das ist jetzt aber auch sehr Kristallturm angelehnt hier, ne? Das ist ja auch im Kristallturm. Achso, das ist im Kristallturm. Der hat ja seinen Turm wohin teleportiert, wenn du so willst. Ach so. Ja, der ist mit dem. Das ist quasi sein Mutterschiff. Offline willst du denn etwas anziehen? Also ich meine ja nur so, ne? Es ist. Wir sind hier kritisch. Schaut, das ist angemessen hier, ne? Von Flo. Aber du? So. Ja, ich auch ein Tänzer. Achso, er tanzt, ne? Wie will der sich nicht was anziehen? Du hast noch gar nicht die Leute gesehen, die einfach nur fast nackt rumlaufen mit Unterputz. Mit Unterputz. Du musst mal den Waldien aus. Okay, der ist nicht mehr unser FG, aber der ist immer noch im Discord. Der rennt fast immer mit nacktem Oberkörper rum und Shorts. Ja. Das ist das Freizügigste von Offline, was er anhat. Ne? Er ist uns immer sehr zugeknöpft. Also ich bin sowieso irgendwie kein Fan von diesem halb nackten Glam, weil das steht dem Charakter nicht. Und zweitens bin ich ein zu großer Lauch, als dass ich so klein bin. Also wenigstens macht Flo das gleiche wie ich. Offline, wieso bekommst du so viel Damage? Was ist denn los? Muss ich dir jetzt extra einen Hot geben? Ah nee, ich glaube die Tank-Aura ist noch aus. Ah, die Tank-Aura ist noch aus? Nee, ist an. Tanks, Tanks. Ach, rein. Wirklich, als ich die ersten Level 80 Dungeons gemacht habe mit meinem Healer, ich war permanent im Healen, weil die Mobs, die drücken rein. Es ist nicht mehr so einfach so hui, die du einfach heim. Dann hast du schon schlechte Tanks. Es ist jetzt nicht so tragisch. Ja, du, glaub mir, 90% aller Level 80 Tanks sind einfach geboostet. Aber geboostet? Ich bin, du musst reingehen, ich bin ja mit 4, auch mit so, mit dem Gear, das Schaden momentan hat, so ungefähr auf dem Eye-Level reingegangen. Jetzt mit 470er Gear, ja gut, dann ist es locker, aber gut, was will ich hab. Da waren die meisten sind noch mit Level 400 Gear von Level 70 rumgelaufen. Gut, es kann auch dran liegen, wie gesagt, ich spiele seit 5 Jahren Heiler und wo ich das erste Mal da durch bin, ich hab alles gemacht wie immer. Sanctus for the win. Ja, Sanctus ist okay. Wo sind denn die Leute? Irgendwie ist da gerade einer AFK, kann das sein? Flo, er hat wieder einen Disconnect. Nein. Flo wartet einfach mal wieder am Ausgang, ne? Mach dir mal, ne? Ja, Flo hat den Dungeon noch nicht freigeschalten, der musste den jetzt erst holen. Anna, weißt du, jetzt melden sich die Frauen. Das ist wirklich funniger. Ganze Menge mehr tun. Ja, fast. Das ist
Ah, da ist er, guck an. Ich hab keine Ahnung, was du die ganze Zeit geredet hast, Flo. Du warst jetzt so leise. Ja. Ich hab sowieso nur gelabert.